Hallo und einen zauberhaften guten Tag zu Mein Espresso TV. Mein Name ist Tom Krause, ich bin Charisma-Experte und Hypnotiseur. Ich bin ja bei Facebook, wie vielleicht einige von euch wissen, und dort tragen manche Menschen ihr Innenleben stark nach außen. Ich mache das auch. Ich habe heute zum Beispiel ein Bild gepostet, auf dem ich ein Frühstück verzehre, das ich als Herrenfrühstück tituliert habe, da ich zurzeit Strohwitwer bin. Meine Frau und meine liebe Tochter sind bei der Schwester meiner Frau. Und ich bin allein zu Hause, habe mir dann ein Glas Champagner gegönnt, ein bisschen Thüringer Met, ein bisschen Matjes und Nutella, das Ganze mit schönem Brötchen. Das ist mal ein kleiner Gag, den ich bei Facebook gerne einstelle. Andere Menschen sagen, jetzt ist meine Beziehung wieder zu Ende, was mache ich bloß falsch? Und auch so einen Eintrag gab es zum Beispiel gestern. Da hat eine Facebook-Freundin von mir geschrieben, muss denn immer alles nicht klappen? Immer alles. Das sind zum Beispiel zwei Worte, die stark generalisieren. Ihr könnt ganz einfach, wenn euch jemand gegenüber sitzt, mal euch den Spaß machen, wenn jemand sagt, immer läuft alles schief. Was antwortet ihr dann? Es reicht nur, ein Wort zu sagen, verbunden mit einem Fragezeichen. Immer? Frag mal nach. Immer läuft alles schief? Naja, nicht immer. Und schon habt ihr im Kopf desjenigen oder derjenigen einen Shift erzeugt. Denn es läuft nicht immer alles schief. Ich habe noch niemanden kennengelernt, bei dem immer alles schief läuft. Auch dafür möchte ich dich heute sensibilisieren. Geh mal raus in deinen Beruf, geh mal raus zu deinen Kindern, geh mal raus zu deinem Mann, geh mal raus zu deiner Frau, geh mal raus zu deinem Mann und gucke mal, wie die sprechen bzw. wie du sprichst. Sind da solche Generalisierungen wie immer und alles und alle? Gibt ja auch den Spruch, alle doof außer Mama zum Beispiel. Alle? Wirklich alle? Ja, das ist etwas, was ganz wichtig sein kann, in unserer Sprache mal darüber nachzudenken, wie stark wir denn tatsächlich generalisieren. Im Laufe meiner Trainerkarriere habe ich sehr, sehr gute Trainer gehabt, die auf eine sehr unterschwellige und sehr geschickte Art und Weise es geschafft haben, mich dafür zu sensibilisieren, wie ich mit meiner Sprache umgehe und was ich sage. Und eine der wichtigsten, fundamentalsten Erkenntnisse daraus sind eben diese Generalisierung. Es gibt noch mehr Wörter wie immer, alles, also alles, was stark zugespitzt ist, ist eine Generalisierung. Schau dir mal an, was du heute generalisierst, werde dir dessen bewusst und streiche das aus deinem Wortschatz. Mein Espresso ist fast leer. Ich wünsche dir eine zauberhafte Zeit. Wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen hier bei Mein Espresso TV.